Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von uns. Wir gucken uns heute mal Wildstar an. Das Spiel befindet sich aktuell in einer Closed Beta, die noch dieses Wochenende läuft. Also bis zum 27. April könnt ihr euch, wenn ihr in einem YouTube-Netzwerk seid, was euch da Keys beschafft hat oder auf andere Wege an einen Key gekommen seid, dieses Spiel angucken. Das Ganze ist ein MMO, also ein Massively Multiplayer Online Game. Das Ganze spielt auf dem Planeten Nexus, der ganz unterschiedliche Umgebungen bietet, mit unterschiedlichen Eigenschaften. Als erstes erstellen wir uns aber mal einen Charakter. Es gibt hier zwei Klassen, so wie es aussieht. Das sieht irgendwie nach Dämonen aus, hört sich doch ganz lustig an. Dann gibt es noch verschiedene Rassen. Was nehmen wir uns denn mal? Ich muss zugeben, ich habe mich nicht sehr mit den Klassen auseinandergesetzt. Von daher nehme ich das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen spontan. Klasse. Achso, das war die Rasse. Okay, jetzt sind wir bei der. Die Rasse ist ja nicht so wichtig. Ach, oh, das sieht doch mal nett aus. Was nehmen wir denn da? Ja, ein Kämpfer ist ja schon gut. Und. Na, wie sieht man? Wissenschaftler. Da wollte ich nicht hin. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Wir wollen uns hier vor allem. Das muss ich jetzt nicht machen. Wir wollen uns ja vor allem hier das Spiel angucken. Frage ist, wo geht's denn jetzt mal los? Achso, wir müssen noch einen Namen eingeben. Den nennen wir mal was? Genau, hier oben sieht man es auch. Am Sonntag, den 27. April, wird dieses Spiel erstmal nicht mehr funktionieren. Denn wie gesagt, es ist noch eine Beta. Und das Ganze wird im Endeffekt kein Free-to-Play-Spiel, wie es hier viele im Moment umsetzen, sondern es wird was kosten. Und zwar, ich meine, es sind 13 Euro pro Monat. Oder wenn ihr es schon im Voraus für ein ganzes Jahr bezahlt, sind es irgendwie 119 Euro. Also, es ist schon ein relativ kostspieliges Vergnügen, wenn ihr das Ganze dann tatsächlich spielen wollt. Deswegen gucken wir uns ja jetzt auch erstmal an, ob sich das Ganze lohnt. Wie gesagt, das Ganze spielt auf dem Planeten Nexus mit unterschiedlichen Umgebungen, wo die Eigenschaften sich auch deutlich mehr abändern als in einigen anderen Spielen. Zum Beispiel mit unterschiedlicher Gravitationskraft. Shall I begin the reanimation procedure? Yes. Begin as soon as the fail-safes are in place. All right, we're ready to proceed. This one is definitely the best of the lot. Keep physical condition. No sign of tampering with any of the equipment. Da sind wir. Exactly. But I require. Yes. I detect potential in this one. So, die Steuerung ist ganz normal, WASD. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, da ist ein Quest. Dann gucken wir doch mal, was die für uns hat. Schade, dass nicht alles vorgelesen wird. Da müssen wir uns ein bisschen durchlesen. Wir haben natürlich nichts zu verstecken. Do you understand? Ja, ich verstehe.
Do you enjoy communicating? Ja. Craving Brains. Naja. Nein. Also besonders viele Spieler sehe ich hier jetzt noch nicht. Was vielleicht daran liegt, dass ich noch hier irgendwie ziemlich weit am Anfang bin. Die Beta läuft ja schon seit einigen Stunden. Vielleicht sind die einfach schon alle sehr weit fortgeschritten. Achso, ich muss eine neue Quest mir irgendwie abholen scheinbar. Gut, dann gucken wir uns doch erstmal um. So, da sind einige nicht so richtig einverstanden, sich das Gehirn scannen zu lassen. Wir sollen sie jetzt dazu überreden. Da ist ein Ausrufezeichen, gehen wir doch mal dahin. So, da ist noch ein Ausrufezeichen. Scannen wir auch noch sein Gehirn. Und noch ein Gehirn scannen. Und noch ein Gehirn scannen. So, wo haben wir denn hier noch mehr? Da. Und noch einer, ich glaube, das ist sogar der letzte. Na los. So. Das scheint ein Feind zu sein. Zumindest ist er tot. Das war jetzt eine sehr realistische Sterbeanimation. Scheinbar fehlt noch sehr viel an Ton in dem Spiel. Ich glaube, hier haben wir noch einen echten Spieler. Ja, das wollen wir doch mal wissen, warum sie das nicht wollen. So, eigentlich habe ich das doch schon gemacht. Na. Na gut, dann haben wir wohl einfach ge... Ah, da ist noch etwas. Was können wir denn da machen? Ach so, das ist die Scan-Konsole. So, ah, okay. Wir haben gerade was ganz anderes gemacht. Und das hier ging es eigentlich. Jetzt haben wir die eigentlich erst gescannt. So. Speak to Emperor Mycrales, wie auch immer. Dann suchen wir den doch mal. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ist der nicht zufällig hier irgendwo markiert? Ah, wir können uns die Richtung anzeigen lassen. Das macht es natürlich einfacher. Der scheint da oben zu sein. Sprinten können wir auch. Zumindest eine kurze Zeit lang. Ach so, das große Viech da. Huch. Ja, dem wollen wir helfen. Und da hoffen wir ja. Dann geht es jetzt vielleicht mal los. Oder auch noch nicht. Ich glaube, da sind wir gerade noch runtergerutscht. Auf dem Planeten sind wir bislang noch nicht. In der Story stürzen wir wohl irgendwie mit unserem Raumschiff ab und befinden uns daraufhin erst auf dem Planeten. So, jetzt fahren wir hier irgendwie in einem Tunnel längs. Und
Okay, da ist dieser Planet. Wir haben also eine lange Reise dahin unternommen. Warum genau dieser Planet jetzt eigentlich es wert war, so weit zu reisen, wissen wir ja noch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das eigentlich erfahren. Okay, der scheint draußen zu sein. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, für mich zumindest. Ich glaube, die ist ähnlich wie bei Star Wars The Old Republic. Das habe ich zwar lange nicht mehr gespielt, aber es kommt mir irgendwie so ähnlich vor. Achso, da oben müssen wir hin. Ja. Ich vermute mal, zum Start des Spiels, zum finalen Start, wird es dann auch eine deutsche Übersetzung geben. Aber das werden wir natürlich noch abwarten müssen. So, das sollen wir hier aktivieren. Irgendwie sterben die Menschen da drin. Naja. Passiert ja. Lässt sich nicht ändern, ne? So, da scheint irgendwie ein Gift auszutreten. Und sie verwandeln sich dann irgendwie in Monster. So, so. So, zurück zu ihm. Ja, wir wollen die Monster ja jagen. Also wie man kämpft, habe ich leider noch nicht... Oh, ich bin disabled. Leider noch nicht rausgefunden, wie man eigentlich kämpfen kann. Moving Targets. Achso, ich muss zu ihm. Was will ich denn bei ihm? Okay, das ist irgendwie noch ein leichter Fehler. Was kann ich denn da die ganze Zeit benutzen? Achso, ich kann mich da hinsetzen. Alles klar, das brauche ich jetzt nicht. Equip your new weapon. Gucken. E-Inventar, das passt doch gut. So, wo kann ich die denn... Equipen. So. Dann haben wir ein schönes Schwert. Attack at Dominion. Gut, da dürfen wir uns hier ein bisschen durch dieses Feld wagen. Ich vermute mal, gegen die rotierende Kreissäge sollten wir nicht kommen. Oder ins Feuer. Das sieht doch nach einem Monster aus. Eins. Gut, die Steuerung ist denkbar einfach. Einfach nur die Taste drücken. Zumindest am Anfang. Es soll auch ein bisschen anspruchsvoller werden mit der Zeit. Also es soll auch Combo-Attacks und alles natürlich geben. Bin ich gespannt, wie das dann im Laufe der Spielzeit noch aussieht. Ich versuche da mal ein bisschen weiter noch zu kommen im Laufe dieser Beta. Eine Lebensanzeige habe ich noch nicht entdeckt. Irgendwo wird sie aber bestimmt sein. So, was ist denn er? Das scheint irgendwie so ein Wutmodus zu sein.
Grafik erinnert so ein bisschen an Borderlands. Die ist zwar nicht ganz so comichaft, aber es geht schon in eine ähnliche Richtung. Ich frage mich, ob die mich überhaupt angreifen. Nee, irgendwie sind das nette Monster. Die greifen mich gar nicht an, wenn ich sie nicht angreife. Huch, na. So, irgendwas soll ich irgendwo platzieren. Gehe ich da doch erstmal hin. Zurück durch die Todeszone. Nein, da will ich nicht längs. So, da soll ich was platzieren. Mache ich das doch mal. Habe ich denn Antworten bekommen? Ich wüsste nicht das. Aber ich bin ja Wissenschaftler. Das überspringe ich jetzt einfach mal ein bisschen. Enter the irgendwas of light. Achso, die Kathedrale des Lichtes soll ich betreten. Das sieht ein bisschen, ich glaube, das ist das Logo von der Rasse, die ich hier gewählt habe. Oder von der Seite. So, mit wem soll ich sprechen? Oh, ich bin ein bisschen zu weit schon gerannt. Ups. Ja, habe ich. Das kann ich machen. Talk to bla bla bla. Wo ist denn der? Ach, das ist dieser hier direkt. Das ist also wichtig. Er sagt mir aber gar nichts. So, was soll ich hier machen? Kneel. Before the shrine of each. Da vorne können wir was machen. Da können wir meditieren. Ja, da meditieren wir ein bisschen. So, einen haben wir schon mal. Und nochmal meditieren. Ist ja eigentlich ein bisschen gegen meine Religion, nämlich keine. Aber ich werde es überleben. Da liegt irgendwie ein Schwert. Okay, jetzt beten wir ein Schwert an, so. Oder den Gott des Krieges. Das kann natürlich gut sein. Was können wir denn da noch anbeten? Da können wir eine Hellseherkugel. Oder so. Und einen Totenschädel, ja. Das ist immer gut. Noch ein Krieger. Und was beten wir da an? Ein Buch. Das passt ja besser zu uns als Wissenschaftler. Ich glaube, das waren alle. Die kann fliegen. Ist ja der Wahnsinn. Also man merkt schon, am Anfang ist das Ganze ein bisschen sehr viel hin und her laufen. Aber das erinnert tatsächlich sehr an Star Wars. Da ist der Anfang zwar von der Story her anders, aber von der Steuerung, von der Umsetzung und von den Quests her, also von der Laufmenge, ist das Ganze tatsächlich sehr ähnlich. Huch. Irgendwie ist jetzt was passiert. Take a teleport. Teleporter. Ich soll mich also teleportieren. Ja, dafür muss ich da reingehen, aber das habe ich doch gerade.
Nochmal. Da sind irgendwie gerade ein bisschen Performance-Einbrüche. Ich würde sagen, den ersten Eindruck reicht das eigentlich auch schon. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter spielen, ein bisschen mehr aufnehmen, ein bisschen mehr zeigen. Aber erstmal bis dahin. Ciao.